Hallo, da bin ich wieder in Assassin's Creed Origins. So, ich bin auf dem Weg zum Geschichtenerzähler. Denn diese Quest habe ich jetzt als nächstes vor, nachdem ich ja mit Sahara das erledigt habe, sprich die Feuer von Dionysos. Und auch endlich diesen, hier diese Karawanserei von Dionysias auch endlich erledigt habe, habe ich dann gesagt, ich bewege mich jetzt hierhin zum Geschichtenerzähler. Werde ich mir jetzt auch auf den Weg machen. Allerdings werde ich gleich noch eins machen, bevor ich ihn treffen werde, sprich mich mit ihm unterhalte. Ich werde mal kurz meditieren. Ich habe nämlich Bock, dass es Tag wird. Das Lager in der Nacht zu machen war jetzt schön, aber jetzt kann es mal wirklich für Tag werden. Übrigens noch 3 Versuchen, ne? Kann man sich auch streiten, ob das jetzt gut, schlecht war. Kennt ihr die Geschichte des mutigen Kapitäns Phoxidas? Des mächtigen griechischen Söldners, der eigenhändig die verhassten Gabinianer in einer epischen Seeschlacht besiegt hat? Dann kommt zu mir und ich verzaubere euch mit der Legende von Phoxidas und der Göttin von Siva. Hört gut zu und erfahrt, wie die beiden furchtlosen Titanen ganz alleine auf dem weiten, offenen Mittelmeer nicht weniger als 60 Schiffe der verdammten Gabinianer auf den Meeresgrund schickten. Du sagtest Göttin von Siva. Wie war ihr Name? Von welcher Schlacht redest du? Du kennst das noch nicht? Oh, mein Freund, dich erwartet ein Genuss. Ich erzähl dir, was passiert ist. Ah ja. Der Legende nach segelten der edle griechische Kapitän und die ägyptische Göttin von der Küste Alexandrias los, um die gefürchtete Gabinianerflotte zu finden. Sie hatten nur ihre robuste Triere und ihre treue Besatzung gegen die berühmten Kriegsschiffe der Gabinianer. Schwimmende Berge mit mehr als 10.000 Männern, gerüstet mit Rudern und Feuer. Wo sind diese Gabinianer-Schurken? Ein Informant meinte, sie kämen hier vorbei. Ich erwürge den Mistkerl, falls das eine Lüge war. Wer sind die Gabinianer? Und woher kommen sie? Römische Verbannte in ägyptischem Exil. Verräterische Ratten allesamt. Mit Roms Disziplin und der Ruchlosigkeit des Ptolemaios. Würdige Gegner für tapfere Krieger wie uns. Dann müssen wir sie aufhalten, bevor sie zu Ptolemäus' Flotte stoßen. Wir werden sie finden, Arya, und vernichten. Keine dieser Schiffsratten kommt lebend an uns vorbei. Da! Ist das ihre ganze Flotte? Bei Poseidons Biss hinein, Weib. Das ist nur ein Teil ihrer gesamten Streitmacht. Und wohl der kleinere. Nur Trieren. Keine Spur von ihrer verdammten Oktere. Das ist gut für uns. So können wir sie dezimieren. Schiff um Schiff. An die Ruder und Bögen bereit. Wir greifen an. Zeigt keine Gnade. Diese Teufel schenken uns auch keine. Sie haben eine Oktere? Was machen wir gegen die? Seid tapfer, Damaskus. Gegner wie uns kennen sie nicht. Ihr fetter Kahn wird sie nicht retten. Getroffen. Ich muss erstmal das eine da jetzt platt machen. Feuer! Normale Fahrt! Fahrt!
Gefahr! Feuer! Bereit zu Feuer! So. Und noch eine mehr für Poseidons Sammlung. Auf geht's, normale Fahrt. Feuer. Oh, komm her hier. Kriegsschiffe lagen in Poseidons schleimiger Umarmung. Allein und wider der Wildheit von Wind und Meer, die sich gegen sie verschworen, behielten sie die Oberhand. 20? Das würde selbst Pompeius überfordern. Zweifel nicht an mir! Das hat mir jemand erzählt, der dabei war. Mhm. Kapitän, wir haben gewonnen! Die Gabinianer sind besiegt! Nicht so voreilig, Junge. Meine Spione berichten von Meerschiffen. Sie haben sich wohl aufgeteilt. Auf gen Osten. Auf gen Osten. Direkt ins Maul des Krokodils, falls deine Spione richtig liegen. Na und? Ich hab schon schlimmere Bestien bezwungen. Da bin ich echt mal gespannt. Und keine hatte auch nur eine Chance. Deine Tollkühnheit bringt dich noch um, Kapitän. Und uns mit dir. Mhm. Schön durch die Fluten hier, also durch die Gischt und so, ne? Schön durch die Wellen hier durchgekämpft. Als würde sie aus den allertiefsten Tiefen der Unterwelt aufsteigen, erschien eine zweite, unerbittliche Wand aus Schiffen. Dieses Mal standen unglaubliche 40 Todesschiffe der Gabinianer gegen unsere Helden. Dann tauchte ein weiteres Schiff hinter der Flotte auf, größer als alles, was man bis dahin oder seitdem sah. 10.000 blutrünstige Krieger mit Schwert und Schild drängten sich auf dem gewaltigen Deck und warteten auf die Helden. Das war dann ja vielleicht die größte Mittelmeerflotte aller Zeiten. Stille! Legte sich wie Nebel. Plötzlich flogen 100 Feuerbälle von den Decks der Gabinianer direkt auf den tapferen Foxidas und seine verblüffte Besatzung zu. Wie sie aus dem Nebel kommen, wie in einem Albtraum. Bah, lass dich von ihren Tricks nicht beeindrucken, Damastes. Das soll uns nur einschüchtern. Das bringt ihnen nichts. Und die Flammen! Ihr Feuer ist so heiß! Foxidas, oh. Diese Waffe könnte uns wirklich helfen. Ich kenne da vielleicht jemanden, der jemanden kennt. Könnte klappen. Mehr Geschwindigkeit! Mehr Tempo! Geht dich daran, dass ihre Katapulte schießen können, dann gewinnen wir! Beenden wir das! Erhöht das Tempo! Oh! Oh. Normale Fahrt! Boah! Es war so heroisch! Sie kämpften wie Götter. Aber alles vergebens. Es tauchten noch mehr Schiffe auf. Eine gewaltige, brennende Kriegsflotte fiel über sie herein, als käme sie von Mars selbst. Die Besatzung verließ die Kraft. Aber die wilden, alles durchdringenden Schreie ihres furchtlosen Kapitäns und der Göttin spornten sie an. Noch mehr Schiffe! Von Osten! Bei Hades Eiern! Das muss die gesamte Flotte dieser Mistkerle sein! Da! Götter und Pisse! Jetzt gilt es, ihr Faulpelze! Sieg oder Tod! Alala! Ausweichmanöver! Ah ja! Damastes! All ihr Faulpelze, hört her!
Es gibt nicht genug Federn, um von diesem Tag zu berichten. Hier in diesen von Scheiße triefenden Gewässern schicken wir die Gabinianer an die Unterwelt. Gott, was? Ich glaube, wir sterben gleich. Ohne dass Tränen sein Gesicht hinunterfließen, die Götter selbst werden ihre Gläser auf uns erheben. Ruhig, alter Mann, nicht die Götter provozieren. Rudert! Nein, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Oh, ist das ein harter Kampf. Es war so heroisch. Sie kämpfen wie Götter. Aber alles vergebens. Es taucht noch mehr Schiffe auf. Eine gewaltige, brennende Kriegsflotte fiel über sie herein. Als käme sie von Mars selbst. Die Besatzung verließ die Kraft. Aber die wilden, alles durchdringenden Schreie ihres furchtlosen Kapitäns und der Göttin spornen sie an. Noch mehr Schiffe! Von Osten! Bei Hades Eiern! Das muss die gesamte Flotte dieser Mistkerle sein! Da! Götter und Pisse! Jetzt gilt es, ihr Faulpelze! Sieg oder Tod! Alala! Ausweichmanöver! Ah ja, Damastes! All ihr Faulpelze, hört her! Es gibt nicht genug Federn, um von diesem Tag zu berichten. Hier in diesen von Scheiße triefenden Gewässern schicken wir die Gabinianer an die Unterwelt. Soll das andere erzählen, ohne dass Tränen sein Gesicht hinunterfließen? Die Götter selbst! Werden ihre Gläser auf uns erheben! Ruhig, alter Mann, nicht die Götter provozieren! Rudert! So. Fahrt an! Normale Fahrt! Normale Fahrt! Auf geht's! Das tut weh! Ja! Nicht gut! Na komm! Also musste ich nur das Große besiegen. Sehr schön. Ich hab's geschafft. So wurden Foxidas und die Göttin zur Legende nach ihrem Sieg über 10 × 10.000 Gabinianer. Ich sage euch, mir kommen die Tränen, wenn ich nur davon erzähle. Und man sagt, wenn man einer Welle ein Gebet zuflüstert oder in die Tiefe des Meeres, kann man als Antwort ihren Kriegsschrei hören. Alala! Alala! Und so hat es sich zugetragen. Jedes Wort ist wahr. Was für eine Geschichte. Die Göttin hieß Aya und sie ist wirklich eine Göttin. Das war dann wohl auch der einzige wahre Teil. Was ist schon wahr? Im Reich wahrer Größe ist alles erlaubt. Man muss an den Akt der Schöpfung glauben, sonst erleidet man das Schicksal der Gabinianer. Ich mag deine Geschichte, Seni. Obwohl ich nicht weiß, ob du nicht doch vielleicht nur ein Spiel spielst. Geschichte, Spiel, alles dasselbe. Sie gehören zusammen wie die Meere und der Regen. Alala!
Jetzt verstehst du. Alala, okay. So, was haben wir hier eigentlich noch zu tun? Eigentlich gar nichts, ne? Hier haben wir ein Geschenk der Götter. Ist eine Nebenquest. Beziehungsweise erstes Blut. Haben wir eigentlich... Achso. Die Gegend habe ich ja noch gar nicht gemacht, stimmt. Gibt es hier eigentlich noch was? Nee, ne? Ihr seht ja, ne? Ich habe immer jeden Ort artig gemacht. Und komischerweise... Nee, hier gibt es nichts weiter. Ich gucke jetzt erstmal echt gerade. Wie gesagt, mich wundert das immer noch mit... hier mit dem Räder. So, Dämon de Lilith. Geheimnis, Flut der Pharaonen und die Verborgenen. Nee. Verlocken des Ruhms. Trifft den Eigentümer der Arena in Kyrene. Oder Dämon der Wüste. Sprich mit dem Wahnsinn. Ist 39. Eigentlich empfohlene Stufe. Gefahr im Verzug. Ja, dann machen wir mal Gefahrenverzug, nämlich einer neuen Gefahr für Siva, und wir müssen zum Saragina-Lager reisen. Das wo ist? Hier. Das heißt, ich kann das ja ganz einfach machen. Ich reise hier hin. Jetzt bin ich ja mal echt gespannt. Und nein, ich werde da nicht runterspringen, weil sonst muss ich den ganzen Bereich nochmal machen, weil das kenne ich nämlich, weil hier, ne? Und dann da runter und dann die Seilfahrt, also die Seilrutsche. Nein. Obwohl, ich überlege gerade, irgendwie ist das, glaube ich, doch sinnvoll, ne? Wenn ich nicht darüber komme. Mal gucken. Wie gesagt, hier war ich ja noch nicht. Ich kann mich hier nur an eine Sache erinnern. Geschichte hätte ich mich an eine Sache erinnern. Hier wollte ich lang und dann hieß es, ist nicht verfügbar. Also ich konnte hier oben gar nicht lang. So, jetzt werde ich mal ganz schnell hier lang. So. Neue Region entdeckt. Lube. Ich glaube, das soll Libyen sein. Natürlich ein paar Pfeile verbraucht. Warte mal, das machen wir, glaube ich, schöner. Jetzt will ich doch wieder da vorne hinkrauchen. Mensch. Hätte ich da machen sollen, ne? Jetzt bin ich wieder so von wegen so, das soll ja auch schön aussehen, ne? Uns. So, dann dahin. Jetzt werden wir wohl nach oder in Libyen. Also das heutige Libyen. Soll das so heißen? Oder ich denke, bedeutet es. Hineinreiten. Und dann werden wir mal gucken, was für eine Gefahr hier in Verzug ist. Haufenweise Hyänen.
Gucken wir mal, ich denke mal. Ich komme gar nicht auf den direkten Wege dahin. Oh, sorry, meine Nase gerade. Wir werden hier so lang reiten dürfen müssen tun. Haben wir eigentlich. Was haben wir hier eigentlich für Möglichkeiten? Hier ist nicht viel. Das heißt, ich werde mal ganz schnell hier hin. Das heißt, er ist irgendwo da vorne rechts. Wird stärker. Nicht gut. Wow. Ja, die Dings machen wir gleich. Die Statue. Aber erst fahren wir mal dahin. Was haben wir denn hier zu tun? Aha. Mir das aber auch ein bisschen, ne? So. Den Leopardenbau haben wir. Gut. Und jetzt haben wir noch das da. Ja, haben wir gemacht. So. Jetzt muss hier irgendwo noch dieser Ort sein. Gott. Ich hoffe mal, wir kommen da auch hin, vernünftig. Ja, sieht ganz gut aus. Bist du nicht zu alt für... So. Was? Du hättest nicht herkommen sollen. Fertig. Dann da hoch. Und dann jetzt gehen wir zur neuen Gefahr hier, die uns entgegentritt. Na komm. Ich habe gerade ganz kurz mal geguckt, wie lang die Folge schon läuft. Ne? Ab und zu muss ich das ja auch mal machen. So. Ich werde mich jetzt auf den Weg dahin machen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr wisst ja, wie es geht mit Kommentare, Like und Abo. In diesem Sinne schon mal Dankeschön dafür. Schaut auch gerne bei meiner Livestreams rein. Vergesst natürlich, wie gesagt, die Glocke. Habe ich ja schon gesagt. Egal. Schaut auch beim Livestreams rein.
Und in diesem Sinne, adios und bis denne.